Herzlich willkommen, meine Damen, herzlich willkommen, meine Herren, hier aus Frankfurt von unserem Trading Floor. Ja, zum Team Trade des Tages. Zu Beginn, es wird heute ein kleines Update geben zu einem bereits umgesetzten Trade. Da haben wir heute ja den britischen Pfund von unserer Trade-Patin Lisa dabei. Natürlich auch wie immer unser Daily Business DAX, der hier tagtäglich von unseren, ja, von mehreren Händlern, mehreren Trade-Paten, Samir, Patrick, Lisa, auch Dimitri, hoch und runter gehandelt wird und analysiert wird tagtäglich. Und auch natürlich dann unser Team-Trade des Tages. Da haben wir heute die Meta-Plattforms mitgebracht. Ja, die Märkte sind gerade dabei, so ein bisschen die US-Wahlen zu verdauen. Es ist noch nicht ganz klar, wer das Rennen gemacht hat. In einigen Bundesstaaten kann es teilweise noch bis zum Wochenende dauern, bis da der Sieger feststeht. Und es scheint, dass zumindest vorerst die rote Welle, die ja prognostiziert war, ja, es nicht geschafft hat, sich durchzusetzen. Dementsprechend sind die Märkte gerade dabei, noch ja, das Ergebnis zu verdauen und ja, sehen deshalb auch eine leichte Seitwärts-Abwärtsbewegung in den Märkten, einen wieder steigenden US-Dollar-Index. Und das alles ist momentan Stand der Dinge. Schauen wir doch mal in den Chart rein. Dann schauen wir uns als erstes natürlich dann, klar, unser Daily Business, den DAX an. Also hier sieht man auch schon sehr schön, der DAX hat ja diese Unterstützung bei 13.000 dann wieder stark nach oben verlassen, auf ja mit einer starken Bewegung hoch in Richtung 13.600. Auch hier gab es dann ja eine kleinen Test dieses ja vormaligen Widerstandes, dieser, der dann zur Unterstützung geworden ist. Und jetzt gerade hält sich der DAX weiterhin bei 13.600. Was soll man sagen? Also die letzten Tage, die letzten ein, zwei Wochen schon, macht der DAX einfach das, ja, was ihn irgendwo ausmacht. Er steigt sehr, sehr stark an. Und auch von hier aus ist es, sage ich mal, ja, noch nicht irgendwo, wo man sagen kann, ja, wo es hingehen kann. Auf jeden Fall kann es noch weiter höher gehen. Auch da werden unsere Trade-Paten dann nachher nochmal um 14.15 Uhr live auch näher drauf eingehen, welche Marken denn noch interessant wären, welche Trade-Ideen. Da, wie gesagt, der DAX bei uns Daily Business ist und unsere Trade-Paten den genau im Auge haben. Und auch da, ja, bestimmte Marken immer wieder ins Auge fallen. Und auch hier auf dem Trading Floor ist dann tatsächlich schon mal die Marke 14.000 gefallen, was im Bereich des Möglichen ist. Und auch da werden wir dann genau später nochmal näher drauf eingehen, wo die Reise für den DAX hingehen kann. Dann kommen wir einmal zum ja, Trade-Update von unserer Trade-Partin Lisa. Also man sieht, der Trade läuft noch gerade und ist schon satte 133 Euro im Plus, nette 12%. Und es ist hier, handelt sich um eine Put-Position. Und dann kann man natürlich sehen, dass auch da der Pfund US-Dollar natürlich mit der Schwäche des US-Dollars in den letzten Tagen dann hier die Reise, beziehungsweise hier vom Tief von 1,06, ja, das ist ja schon über ein, zwei Wochen dann ja die Reise aufwärts gemacht hat. Hier sieht man wieder mit einer Konsolidierung und von da aus gesehen ging dann die Reise aufwärts bis hier zumindest in den Bereich von ca. 1,16 zum US-Dollar. Und dann sehen wir, ja, kam dann der Pfund tatsächlich wieder zurück. Warum? Weil halt eben dann ja der Dollar wieder angestiegen ist. Und dann war wieder die Schwäche zwischenzeitlich. Und ja, die ja, Put-Position läuft immer noch recht gut an. Und da werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Unsere Trade-Partin Lisa, sind wir sehr zuversichtlich, dass der Trade auch dann weiter im Plus laufen wird. Ja, dann kommen wir einmal zum Team-Trade des Tages. Ja, da haben wir, wie gesagt, heute die Meta-Plattforms dabei. Meta, man hat es gestern gehört, tatsächlich 11.000 Stellen werden abgebaut. Mark Zuckerberg hat sich entschuldigt in einem Brief an seine Mitarbeiter, in einem Brief auch an die Anleger, an die Investoren, dass er Fehler gemacht hat, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat und zu optimistisch gewesen ist, was die Wirtschaft angeht. Und auch das Marketinggeschäft angeht. Und ja, also man kann sagen, praktisch Entschuldigung auf ganzer Linie. Er hat jedoch auch gesagt, dass Meta weiter an den Plänen für das ja, Metaverse festhalten wird, dass man weiter investieren wird und sich da vom Weg nicht ablassen bringen wird. Ja, man wird sich davon nicht irgendwie beirren lassen. Und deswegen kann man sehen auch, wenn wir uns die Aktie mal anschauen, also in der Spitze waren wir bei weit ja, über 350 Dollar und von da aus hat die Aktie dann ihren Weg, sieht man hier langsam, mit dem Markt auch irgendwo und dem Nasdaq natürlich nach unten gemacht durch die steigenden Zinsen. Ja, kann man sagen, ist es natürlich ein sehr ja, toxischer Mix für Meta gewesen einfach.
einfach, was die Aktie natürlich dann auch nach unten gedrückt hat durch die höheren Zinsen, was einfach auch dann Kredite, Finanzierungen für diese Unternehmen, die natürlich auch auf Finanzierungen und Kredite angewiesen sind, um weiter investieren zu können, das Ganze natürlich jetzt nicht ja, erheblich einfacher macht unbedingt. Und dann natürlich hier der Tiefpunkt nach den Zahlen vor, ja, vor einigen Wochen, hier sehen wir es dann genau nach dem 26. Oktober, das war natürlich dann, ist die Aktie tatsächlich, kann man gefühlt sagen, ins Bodenlose gerauscht, aber sie kam wieder und dann gestern, nachdem das, ja, diese Nachricht veröffentlicht wurde, dann auf einmal war die Aktie dann zeitweise um 6% angestiegen. Warum? Weil natürlich die Anleger das gefreut hat, dadurch, dass 11.000 Stellen wegfallen, Meta eben klar Gelder einsparen wird. Und das kam bei den Anlegern erstmal gut an, die Nachricht. Jetzt ist die Aktie bei ca. 100. Das heißt, auch da werden wir nachher nochmal dann um 14.15 Uhr näher drauf eingehen, welche Marken genau da interessant werden. Auf jeden Fall die 128, der vormalige ja, Support, die vormalige Unterstützung, auf jeden Fall als erste Zielzone, die definitiv interessant wäre, die mal im Auge zu behalten. Genau, das war es soweit erstmal aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem Team Trade dazugehörige Zertifikat hat die WKN Nummer MB0AV9 mit einer K.O.-Schwelle von $65,144 und einem Hebel von 2,73. Wann genau wie diesen Trade umsetzt, mit welchem Gedanken und welchen genauen Einstiegsmarken. Das besprechen wir alles nachher hier um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live. Und ihr habt die Möglichkeit, live dabei zu sein. Also geht jetzt auf heavytraders.live, registriert euch kostenlos, um dabei zu sein. Bis später. Wir warten auf euch.